So, jetzt habe ich meinen Windtest hier. Lichtgeschwindigkeit 899. Heute ist Freitag, der 18. März 2011. Und ich bin hier am Tiergartenstraße an der japanischen Botschaft und möchte hier gerne zeigen, wie die kleine Anteilnahme hier sich zeigt. Ich gehe jetzt hier um den Zaun herum, Tiergartenstraße. Links ist der Stadtwald Tiergarten und rechts sind die ganzen Botschaften. Das ist hier unmittelbarer Nähe auch des Bundesverteidigungsministeriums. Die Hiroshima-Straße geht jetzt hier rechts ab und die Entscheidung zu dem, was in Fukushima nun geschehen soll, hängt nicht davon ab, ob irgendwelche Schlauberger des deutschen Journalismus sagen, in jeder normalen Kohlebergwerksgrube kommen mehr Leute ums Leben, als jetzt in Japan gestorben sind. Es sei noch kein einziger an Radioaktivität gestorben. Das ist die italienische Botschaft hier übrigens aus Mussolinis Zeiten. Und hier komme ich jetzt auf die Stelle, wo die Leute die Blumen ablegen und wo auch die automatische Tür ist und der Pförtner. Japanische Botschaft in Berlin, Tiergarten. Und ich bin hier hinter der Kamera und versuche hier den Ton zu machen ohne Windgeräusche. Mal sehen, ob das gelingt. Sind auch solche Windlichter und die japanische Botschaft hat sich bedankt mit einem kleinen Schild, da steht drauf, für ihre Anteilnahme und ihre guten Wünsche bedankt sich die Botschaft von Japan sehr herzlich. Hier ist meine kulturelle Beschränkung. Ich weiß nicht, was das Zeichen heißt. Gut. Freitag, 18. März. Es ist jetzt 18 Uhr und 7 Minuten. Und wir erwarten morgen wahrscheinlich die gute Nachricht, dass alles nicht so schlimm wird, wie es werden kann. Das ist mein Beitrag hier, Lichtgeschwindigkeit 899. Und jetzt möchte ich gerne eine kleine Feier machen und lade dazu ein, das dauert noch etwas.